Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Und zwar seht ihr es hier schon, es handelt sich um Rayman Legends. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Titel. Vor allen Dingen freue ich mich auf die Musiklevel, die man ja auch schon aus der Demo kennt. Und ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal an. Ich hoffe, die Einstellungen passen so alle. Und dann gucken wir uns doch mal den Vorspann an. Auf geht's in ein spannendes Abenteuer. Ein Jahrhundert, ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr. Mein Freund, schnell, wecke unsere legendären Helden. Ah, die Grafik ist auch wieder wunderschön und ich finde es super, dass es jetzt auch deutsch synchronisiert ist. Ah, es macht schon viel her. Drücke Y, um deine Helden aufzuwecken. Einmal auf die Mappe klatschen, das ist auch geil. Oh, und da sind wir auch schon mittendrin im Spiel. Also auch der Zeichenstil ist auf jeden Fall wieder grandios. Das kann man nicht anders sagen. Also die Details und so, die Liebe zum Spiel, man sieht es richtig. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Okay, ich muss mich erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen, wobei die Steuerung ist ja relativ einfach für so einen Side-Scroller. Aber es ist doch schon etwas anderes wie damals Rayman Origins. Aber ich muss sagen, ich mag den Helden. Unglaublich. Oh, fliegen kann er auch schon, das ist ja cool. Treten kann er auch schon, die Fähigkeiten braucht er also nicht. Das sieht aus wie Sprinten, okay. Und Rayman ist ja auch das Maskottchen von Ubisoft. Also, ich weiß nicht, wer schon mal bei Ubisoft war. Ich meine, vor der Firma Ubisoft steht Rayman als riesengroße Statue. Oder zumindest als große Statue. Und daran erkennt man, Rayman ist halt nicht Ubisoft sehr am Herzen. Sie haben den erschaffen. Und somit ist er auch zu dem Maskottchen von Ubisoft geworden. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal richtig ins Abenteuer. Ich höre auf zu quatschen und wir genießen ein bisschen die schöne Atmosphäre. Auch die Musik ist wunderschön. Deswegen bitte ich jetzt mal ein bisschen ruhig. Drücke X, um zu schlagen. Aha, da können wir also alles kaputt machen. Was haben wir denn hier? Okay. Ah. Interessant. Mit der Stampfattacke können wir die rausholen. Und dann weiter wegschießen. Okay. Auch richtig toll gemacht mit der Burg im Hintergrund. Ach, da oben sehen wir dann, was wir alles befreit haben. Die Kleinen sind wohl die in den Käfigen, die wir da finden. Und die Großen werden wohl die sein, die wir später brauchen oder finden können. Und da haben wir auch schon das erste Geheimnis gefunden. Das ist erinnert sehr stark von den Geheimnissen her an Rayman Legends, Origins. Aber was haben wir hier? Das hat ja alles geklappt. Mist, die haben wir nicht gekriegt. Mist. Au, Mann. Und wir haben, was haben wir denn da gefunden, den König oder die Königin anscheinend? Aha, so läuft das also, da müssen wir einfach nur einsammeln. Da müssen wir eigentlich nur die Looms sammeln, das ist ja schon mal geil.
Oh, da hinten, das sieht auch geil aus mit dem Riesen. Ach du Heiliger, was passiert denn hier jetzt? Entschuldigung. Drücke Y an der Mitte. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, das Spiel gibt es auch für die Nintendo Wii. Und da kann man mit dem Touchpad diese komische Fliege, diese grüne, steuern. Das macht die jetzt hier automatisch. Die fliegt hin, wo sie hin soll. Und mit Y können wir dann halt das aktivieren. Sonst geht das halt bei der Xbox mit dem Touchpad. Scheiße, ich hätte da vielleicht erstmal einmal rüber gesollt. Naja. So, killern. Und dann hauen. Ah, okay, cool. Ah, ist eine sehr coole Idee. Und die Grafik, die fasziniert mich so wahnsinnig. Das war ein Käfig. Hier geht es nirgendwo weiter. Mir gefällt das jetzt schon super gut, das Spiel. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so... Aje. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so extrem schwer wie der erste Teil. Nicht der erste Teil, wie Rayman Origins. Friss das. Oh, was habe ich? Um hinzugelangen. Ich möchte aber eigentlich noch nicht rein. Hm. Können wir hier runter? Ich probiere es mal. Oh, schwimmen geht auch. Super. Oh, Wandsprung funktioniert auch. Ich weiß gar nicht, ob das im Rayman Origins war. Gucken wir mal hier eben noch einen Tacken weiter. Ich hoffe nur, wir haben jetzt da unten nichts vergessen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Krypta rein. Oh, wie geil ist das denn? Mit Y. Eine Spinne im Vordergrund, ist das cool. Um zu schlagen. X. Ah, okay. Damit das sieht echt geil aus. So, da sind wir drüber. Würde ich sagen, mit Y den Hebel ziehen. Moment. Was passiert, wenn ich hier gehe? Okay. Zieh bitte nochmal den Hebel. Hm. Irgendwo schreit auf jeden Fall was. Nee, das müsste hier hinten irgendwo sein. Nur wo? Hm. Geh mal bitte noch mal dahin. Da geht's nicht. Kommen wir denn von hier aus dahin? Ich höre sie doch schreien. Ach, da können wir runter. Ah. Okay. Haben wir den auch schon gefunden. Bisher noch nichts verpasst, so wie es ausschaut. Da mal mit Y drücken, nochmal drücken, dass wir wieder hochkommen. Ah, auch interessant. Ach, gefällt mir das Spiel gut. Nein! Ah, gut. Kommen wir da irgendwie hin? Jawohl. Bisher noch alles gefunden. Den haben wir auch. Was machen wir hier? Uiuiui. Gut, dass ich da noch zur Seite gegangen bin. Den bitte einmal weg. Ja, ja, bewege ich mal die Plattform. Nee, warte mal. Bewege ich die mal wieder hoch. Und einmal drüber. Da einmal drüber. Die wieder nach oben. Hier den blöden Geist platschen. So, das haben wir soweit alles gemacht. Ah, da können wir dann auch drehen. Das ist ja interessant. So, da oben wird der gehauen. Und da ist eine Tür. Gehen wir doch einfach mal durch. Gucken wir mal, was in der Tür... Ach du Heiliger. Was zur Hölle? So, einmal drehen. Fallen lassen. Weiter drehen.
Ja. Nee, das funktioniert so nicht. Okay. Und nun? Wie komme ich denn da hin? Ah! Okay. So geht das. Ja, und jetzt? So. Ah, okay. Man kann also in der Luft einfach stehen bleiben und die kaputt hauen. Und man überlebt es dann. Man fällt nicht runter. Das hätte ich ja jetzt eher gedacht, dass man da runterfällt. So, uns fehlen noch... Was habe ich gesehen? Zwei Stück waren es, glaube ich. Zwei von den Looms. Oder sind da schon die Elektoons? Ich weiß es gar nicht genau. So, gehen wir wieder runter. Nach oben. Nee, falsche Richtung. Andere Richtung, bitte. Ah, das doch, das gefällt mir sehr gut mit der Fliege da zusammen. Wandsprung. Und da geht's anscheinend wieder raus. Okay. Wow, wow. Nein, scheiße. Heiligsblechle. Hier geht's ja schon richtig zur Sache. So, da haben wir noch einen. Dann holen wir uns den noch da weg. Und jetzt fehlt theoretisch nur noch einer. Krass, wir haben jetzt schon 531 Looms zusammen. Einmal befreien. Und alle Looms zusammen. 100% geschafft. So, den ziehen wir uns rüber. Einmal da hoch. Wow. Boah, was geht denn hier? Oh, oh. Ja, da war es dann auch schon unser erster Tod. Ist natürlich wieder unschön. Ich muss aber mal eben gucken. Jetzt fehlt doch noch einer. Das ist der da oben. Okay. Dann gibt es hier also Reset-Punkte. Komm her. Rüber. Rüber. So, jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt ab... Oh. Rüber. Rüber. Das ist ja jetzt schon recht schwierig. Wobei eigentlich nicht. So. Nochmal darüber. Heiligsblinde. Müssen wir erst den wieder zu Tode kitzeln. Ah, komm hier, kitzel dich. Sehr schön. Und wir haben es geschafft, alle Looms gerettet. Oder weil keine Ahnung, was das für welche sind. Aktion abgeschlossen. Du hast irgendwas erledigt. Von mir aus. Ja, man sieht, das Spiel läuft über Uplay. Wir haben auf jeden Fall in diesem Level die Goldmedaille bekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier so alles passiert noch. Ist ja auch ganz cool gemacht, dass die Looms sich stapeln. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da gekriegt? Wie, wollt ihr mich jetzt verarschen? Haben wir doch keine Goldmedaille? Da fehlen wahrscheinlich noch ganze 7 Looms für die Goldmedaille. Ah, und da sind wir aus dem ersten Level rausgekommen. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich das verstanden. Es gibt also zweimal Medaillen. Wie das sieht geil aus. Es war einmal, gibt es irgendwie eine Medaille oder weil keine Ahnung, was das da sein soll. Auf jeden Fall, ich muss gerade mal gucken. Erstmal gibt es die komischen Viecher. Dann gibt es die komischen Pokale und die Könige und Damen. Oder Königin und König. Und dann haben wir da noch die Pokale für die Looms. Meine Fresse, gibt es hier echt viel frei zu spielen. Und oben rechts sehen wir 10 von 700 von den komischen Viechern. Ja, wenn es in jedem Level 10 Stück gibt, gibt es ja 70 Level, so wie es ausschaut. Das ist natürlich nicht schlecht. Hauptgalerie, dann haben wir hier das Level mit Es war einmal. Gucken wir mal ins Gepäck, da haben wir auch immer. Glückslos, was macht denn das? Bestenliste.
zur Heldengalerie, zur Hauptgalerie. Was ist denn das Glückslos? Ach, da müssen wir rubbeln. Na, mach mal frei da. 500 Lumens gewonnen. Ja, das ist ja interessant, dass man das sowas auch noch machen kann. Keine Ahnung, wofür das sein soll. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz die besten Listen an. Pokale. Tägliche Herausforderung. Was ist das denn? Okay. Top 100, meine Freunde, mein Land, alle. Okay, da muss ich nochmal durchblicken. Das mache ich aber dann mal offscreen für mich. Gucke ich mir das mal an. Looms. 561. Okay. Gut, Heldengalerie, was haben wir da? Ach, da können wir für die Looms an... Ah, so ist das. Da können wir neue Helden mit freispielen. Auch nicht schlecht. 1093 haben wir. 75.000, 100.000, 130.000, 180.000. Boah, krass. Wie viele Helden man hier freispielen kann für 1 Million. Rennen wir mal ein bisschen. Und das sind die, die wir wohl schon frei haben. Okay. Ich werde aber definitiv immer nur mit Rayman spielen, weil das ist eigentlich so der, den ich favorisiere, den der Charakter. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Hallo, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. Tiny's Trouble? Kleinlinge in Ka... Was? In Kalamitäten? Okay. Was sind das hier für Dinger? Living Death? Ach, das können... Das können die... Tiny's in Trouble? Das könnten hier diese Level sein... Das könnten die Musiklevel sein... Gut, lasse ich mich einfach mal überraschen. Das sind die Helden, Challenges, sind die Herausforderungen. Kung Fu. Krass, was es hier noch alles gibt. Rubbel ein Glückslos, um dein erstes Kuscheltier zu... Rubbel ein Glückslos zu gewinnen und dieses Gemälde freizuschalten. Zurück zu dem Ursprunggemälde zu gewinnen, okay. Ach, das scheint hier... Rayman Origins zu sein, dies, was wir dann nochmal spielen können. Kickboxen. Challenges, Herausforderungen, Heroes. Okay. Ich verstehe. Wie kommen wir denn hier jetzt wieder zurück? Ich würde gerne wieder in die Hauptgalerie. Kommen wir gar nicht in die Hauptgalerie. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich für den ersten Part Schluss, denn ich muss den ja auch noch hochladen, damit der morgen am Freitag für euch parat ist, beziehungsweise heute für euch parat ist. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder rein, wenn es heißt Let's Play Rayman Legends. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao.